Sie heißt Lola. Sie hat rotes Fell, fast so schön wie meines. Und sie ist gekommen, weil sie Rache üben will, weil niemand sie leiden kann. Eigentlich ist das hier der perfekte Ort. Ein riesiges Haus, ich darf überall hin und es wimmelt von harmoniesüchtigen Frauen, die mich hinter den Ohren kraulen. Die Frauen haben es noch nicht bemerkt. Kein Wunder, die singen den ganzen Tag oder essen oder trinken oder quatschen. Aber meine Spürnase hat es gewittert. Etwas stinkt in der Villa Spa. Lola, Mann, bin ich froh, dass sie nicht dabei ist. Überall muss sie sich reindrängeln. Jeder weiß das. Jeder weiß das. Keiner ist froh, dass sie dabei ist. Immer die Hand auf der Hupe. Vom Mord an der Frau mit der Reibeisenstimme hat noch niemand etwas mitbekommen. Also liege ich hier in der Eingangshalle und lausche mal wieder den Gesprächen der beiden Rudelführerinnen und ihrer Köchin. Es geht um diese Lola. Oh, und dann so. Und dann so. Wow. Und dann noch so. Oh. Das sind diese extra Würste, die manche brauchen, weil die auch ihre spezielle Diät essen möchten, die mich aber sehr stark herausfordern. Wir haben ja die Kontrolle, wir nehmen ja nicht jeden. Also wir sind ja eine unheimlich gute Gruppe. Wir haben viele Psychologen dabei. Vielleicht haben wir sogar ein paar Psychopharmaka. Oder wir machen manchmal Psychopathen dabei. Ja, genau. Und die Leute wissen ja auch ungefähr, was sie erwartet. Und meistens redet man ja auch vorher mit denen. Und dann kann man das ja so ein bisschen abstimmen. Seit 20 Jahren gibt es die A Cappella-Woche. Und genauso lange will diese Lola mitsingen. Aber sie darf nicht. Warum? Wir sind erfahrene Pädagogin. Sowas würde ich nicht nie zulassen, Weißglut. Ja, das ist ja gar nicht nötig, dass man dann weißglütig wird. Weil es hilft ja auch nicht. Mehr so, nee, ich will das nicht essen. Und kann die Christine nicht noch ein anderes Gericht kochen? Die soll sich ein anderes Etablissement suchen. Die hat ja nichts zu suchen. Wenn jemand sadistisch ist. Das geht nicht. Mach ich nicht. Würde ich nie bedienen. Und wenn einer sich eine Woche lang nicht duscht. Ich kann die drei verstehen. Doch sie ahnen nicht, dass sie sich und die Chormitglieder damit in große Gefahr gebracht haben. Oh nein, wieder riecht es nach Mord. Ich muss los. Lola, geh mir weg mit der. Vor kurzem war die wieder in unserer WG. Jedes Mal fehlt was, ohne zu fragen. Dreist. Ich kann es nicht mehr ertragen. Diesmal fehlen meine ganzen neuen Dessous. Hier, noch eine kleine Unterhose habe ich. Der BH ist weg. Ich bin stocksauer. Whatever Lola wants, Lola gets. Oh. Boah, wenn ich an Lola denke, wäre ich wahnsinnig, die ist so futterneidisch, so essensfixiert. Ich hatte neulich wieder eine Situation mit der, da hat die schon 5 Stücke Kuchen in sich reingestopft und habe ich gerade mal mein erstes Stück genommen und dann guckt die mir auf den Teller und reißt mir das weg. Unglaublich, echt. Hm, wo war ich stehen geblieben? Lola, ich will nicht, dass die hierher kommt. Ich will nicht mit der Doppelkopf spielen. Das ist scheiße. Die kann das nicht. Die ist zu blöd dazu. Lola, Lola, Lola. Ich bin so froh, dass die Frau nicht mit hier in diesem Haus ist. Das Haus wäre entweiht. Ich kann nichts mehr machen. Was sie nicht schon gemacht hat, keinen Ort, den sie nicht schon vor mir besucht hat und sie muss es auch in jedem Gespräch erzählen, jedem Gespräch. Ich war im Urlaub, Lola war schon da. Aber das ist jetzt nicht mehr schön da, weil die Reisegesellschaft gewechselt hat. Ich war essen, Lola war schon da. Es ist natürlich nicht mehr so gut, weil der Koch mittlerweile gewechselt hat.
Diese Frau will immer alles besser wissen, können, machen. Kann sie nicht mehr. Das fing in der Grundschule schon an. Kartenspiel zu Weihnachten. Ich musste doch die Maria spielen. Ich kann das doch. Ich kann das. Was muss sie spielen? Das Schaf. Und wer hat die Hauptrolle gekriegt? Wer hat sie gekriegt? Natürlich. Lola. Oh, immer Lola. Lola. Lola, Madame Lola. Seit 20 Jahren will sie überall dabei sein. Gut, dass sie hier nicht ist. Das ist die Oberschnorrerin. Hier wäre jetzt schon kein Bier mehr drin, weil sie alles ausgetrunken hätte und natürlich nichts nachgenommen hat. Solche Leute, die habe ich ja gefressen. Ah! Ey! 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 Lola. Immer Lola. Nimmt die mir den letzten Platz bei dem Hypnoseminar bei dem Professor Traumsüß weg. Da hatte ich mich so drauf gefreut. Da hatte ich meine ganze Lebenskonzeption drauf ausgerichtet. Jetzt hat alles keinen Zweck mehr. Und ihre Augen. Ich sehe hier überall ihre Augen. Die starren mich an und verfolgen mich. Ich höre nicht mehr. Da waren es nur noch 8. Hallo, ist nicht so schön. Also habe ich keine guten Erinnerungen dran gehabt. Wir sind irgendwie viel unterwegs gewesen zusammen. Und wenn wir einkaufen waren, dann hat sie immer dafür gesorgt, dass die schönen Sachen ich nicht kaufen konnte. Also immer hat sie die gekauft. Also ich war jetzt zum Beispiel heute in Lüttich, das war sehr schön. Und da habe ich mir diese tolle Hose gekauft. Und wenn Lola dabei gewesen wäre, hätte ich die niemals bekommen. Oh! Ah! Früher habe ich mit Lola in der Band gespielt. Das hat voll Bock gemacht. Bis zu dem Tag, an dem die mir meine Lieblingsgitarre voll zerkratzt hat. Das werde ich dir nie, nie im Leben werde ich dir das verzeihen. Ah, nein, tu's nicht! Ach, Lola. Oh, nein. Lola, dieses Biest. Seit Jahren raubt sie mir den Schlaf. Sie hat meine Familie auseinandergebracht, wie sie sich an meinen Vater herangeschmissen hat. Ekelhaft! Bah! Gut, dass ich jetzt hier bin. Beruhige dich, denn du weißt, hier kannst du gut schlafen. Ja, wenigstens hier, eine Woche im Jahr, kann ich mal ruhig schlafen. Oh, brauche ich ja doch immer noch. Also, Lola, mal ganz ehrlich, Hochmut kommt ja bekanntlich voll im Fall. Also, die hat echt allen Ernstes geglaubt. Die kommt in diesen Chor und singt den ersten Sopran. Dabei wissen doch alle ganz genau, dass nur eine das hohe C singen kann. Lola? Lola ist eine alte Schlampe. Lola hat mir schon 2 meiner Freunde ausgespannt. Und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir diese Chorwoche nimmt. Wenn Lola meint, sie müsste hier auftauchen oder mir diese Chorwoche nehmen, da kann ich nur eins sagen. Nur über meine Leiche. Mann, Lola! Ach, sie ist ja gar nicht hier. Boah, ist das gut. Ach, endlich bin ich mal allein. Endlich hängt sie nicht immer hinter mir rum. Endlich kann ich mal durchatmen.
Lola, das ist echt eine exzellente Geschichtenerzählerin. Mir hat sie mal irgendwann eine Story erzählt, also der Hammer. Und wenn ich ehrlich bin, mein erfolgreichster Roman, der ist eigentlich aus dieser Story entstanden, wenn Lola mich irgendwann mal verpfeifen sollte. Aber warum sollte sie das tun? Das wäre ja totaler Quatsch. Tja. Diese Lola! Seit 20 Jahren bin ich hier und fahre mit, um darüber wegzukommen. Und immer noch setzt mein Herz aus, wenn sie den Raum betritt. Au Backe, jetzt bin nur noch ich übrig. Und die beiden Rudelführerinnen mit ihrer Köchin. Alle anderen hat Lola doch tatsächlich aus dem Weg geräumt. Aber die drei werden diese Frau trotzdem niemals mitsingen lassen. Dafür sorge ich, Scrolly die Rächerin.